So, wir sind wieder da und ich habe noch immer Frame. So viel zu tun. Verlust. Wo ist der Typ, dem ich anquatschen muss? Verdammt noch mal. Da ist der Typ. Schreitet wohl, die Dame. Wohin? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Entschuldigung. Arg natürlich. Mal fast zum Gruß. Oh nein! Oh, wenn ich jetzt abgestürzt wäre. So. Na. Hin daneben getroffen. Einen daneben geklickt. Ich wollte doch zum Sonnentempel. Da. Jetzt sind wir auch da, wo wir hinwollen. Jetzt müssen wir nur noch hoffentlich die Stadt der Pyrrha. Was? Hä, wir müssen ja den Typen noch von dem Verrat berichten. Stimmt ja. Na? Madame de Luna und ich bin darauf reingefallen. Abflug. Ich habe mir auch ein paar Bücher noch gekauft. Und schon angewandt. Obwohl, mir fehlen noch zwei Bücher. Die habe ich jetzt noch nicht angewandt. Und zwar Erdung und Seelenfalle. Madame. Ich bräuchte eigentlich noch ein bisschen Ausdauer, um hier rumzulaufen. Das wäre eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. So. Madame? So. Randa. Also die Ladezeiten. Ich weiß auch, warum die ganzen Wegweiser in der Stadt hingebastelt haben, damit man halt diese Ladezeiten nicht hat. Was eigentlich sehr, sehr klug ist. Einen Obolus, der Herr wird es euch vergüten. So. Yaris Haus. Ich bitte dich, Fatira. Das ist doch Wahnsinn. Du hast keine Ahnung, was du da tust. Oh doch. Glaubt mir. Mehr als ihr es jemals hattet. Ihr seid lächerlich. Ihr... Oh, großartig. Ich wusste, dass ich auf Nummer sicher hätte gehen sollen. Aber so bist du eben, Patira.
immer schon einen Ticken zu weich. Ihr! Bei den Urvätern! Helft mir! Patera, sie kontrolliert ihn! Ihr müsst sie aufhalten! Ich glaube, darauf ist sie schon selbst gekommen. Dann wollen wir doch mal sehen, was dieses Ding auf dem Kasten hat. E-N-Q. Feuerelementar. Fokus. Feuerelementar. Zweigleistende Blitze. Ups. Das war knapp. Ich habe die falschen Sachen an. Ah, daran liegt es. Ah. Zack. Zack. Das ist ganz schlecht. Echtiger Seelenstein. Ist jetzt tot? Verflixt und zugeschraubt! Das war doch wirklich unnötig! Warum hat sie das getan? Ich verstehe es nicht! Tot? Nein, aber inaktiv. Ihr Bewusstsein befindet sich noch in Horsts Kern, seiner Seele, wenn ihr so wollt. Sie hat es getan. Sie hat sich mit ihm verbunden. Arme Narrin. Unser Volk zu alter Größe zurückführen? Bei den Sternen, wie idiotisch kann man sein? Wir sind Sternlinge, verflucht, keine verdammten Imperialisten. Wir leben, um zu forschen und um die Prophezeiung zu erfüllen, nicht um... Seht ihr, das ist, was passiert, wenn jugendlicher Eifer auf mächtige Technologie trifft. Sie war schon immer bissig, aber das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Naja, jetzt muss ich erstmal Horst wieder auseinanderbauen, um an seinen Bewusstseinskern zu kommen. Dann überlege ich mir, was wir aus ihr machen. Vielleicht lassen wir das mit dem Rücktransfer in ihren Körper gleich sein. Ich wollte schon immer einen sprechenden Briefbeschwerer. Nur ein Scherz. Natürlich, ich bin ja kein Mörder. Aber wenn es soweit ist, dann nur mit einem Dutzend Gardisten an meiner Seite. Sie kann sich auf ein paar schöne Monde im Gefängnis einstellen. Und dann darf sie sich nach einem neuen Meister umschauen. Aber das ganze Drama mal beiseite gelassen. Dank euch habe ich alles, was ich brauche, um Horst zu vollenden. Und dass der Transfer funktioniert, dass die Apotheose möglich ist, hat Patira ja bewiesen. In dem Sinne... Danke für eure Hilfe. Ihr werdet eure Belohnung bekommen. Und Patiras Anteil gleich dazu. Bitte, nehmt diesen Schlüssel. Hinten im Eingangsraum findet ihr eine kleine Schatulle neben dem Kamin. Was da drinnen ist, gehört euch. Danke nochmal. Geil. Mehr Mana. Gut. Dann haben wir das fertig. So, neben dem Kamin ist eine kleine Schatulle. Da. Jo, Eterna-Pfeile. 750 Groschen.
750 Groschen sind nicht zu verachten. So. Hallo? Dann jetzt aber ab zum Sonnentempel. Ich habe genügend Tragkraft. Ja, ich habe mal wieder ein paar Handwerkspunkte. Ein bisschen Verzauberung. Saira, schön dich zu sehen. Und, bist du bereit? Der Großmeister meinte, heute Abend sollte Sharim etwas vorzuweisen haben. Na schön. Ich bin bereit. Dann lass uns noch bis Einbruch der Dunkelheit warten. Er wird uns sicher gleich zu sich rufen. Hoffe ich mal. Na dann, geh vor. Jetzt habe ich vergessen, Bücher zu kaufen. Naja. Prophetin, es gibt gute Nachrichten. Die Erzmagister haben die Karte der Sternlinge entziffern können. Und wir wissen jetzt, wo die Stadt der 1000 Fluten ist. Gut, und wo? Das wollte uns Sharim gerade erklären. Wir haben noch auf euch gewartet. Sharim? Natürlich. Ihr wisst ja bereits, dass Vin zu Zeiten der Pyrrhea ein einziges verbundenes Land war, das erst in unserer Ära durch den Sternenfall nach Asatarons Wahn geteilt wurde. Dieses Land hieß Pangora, und die Pyrrhea beherrschten es von dem Fleck, den wir heute als Kile kennen, bis hierher nach Enderal. Kurz gesagt, es war ein Weltreich. Bislang dachten wir immer, dass sich die Stadt der 1000 Fluten irgendwo im Zentrum Pangoras befand. Wir lagen falsch. Die geheiligte Stadt liegt hier. In Enderal. Hier? Hier, unter unseren Füßen, um genau zu sein. Unter Ark? Ja. Wir wissen nicht, ob es Zufall war, dass die ersten Pioniere ausgerechnet hier das Fundament gelegt haben, aber den Königsberg hat es schon damals gegeben. Und genau hier stand einst die Hauptstadt der Pyrrhea. Nur, dass sie jetzt verschüttet ist. Daher auch all die pyrrhäischen Ruinen in der Unterstadt. Aber wenn das stimmt... Kaum. Archäologie war nie eine große Priorität des Ordens. Und selbst wenn ein Geldgeber die Mittel für eine solche Expedition hätte stellen wollen, hätten ihn die Gefahren der Unterstadt abgeschreckt. Die Ralata spielt nach ihren eigenen Regeln. Aber im Grunde ist das nun egal. Was zählt ist, dass die Stadt der 1000 Fluten unmittelbar unter unseren Füßen liegt. Ja gut. Stimmt, aber es könnte einen anderen Weg geben. Kennt ihr diese Sage vom Schwarzen Wächter? Die Unterstädter glauben, dass es eine Art Dämon ist, der tief unter Ark haust. Ich denke, diese Schreie, die man von Zeit zu Zeit hört, sind die Klänge unterirdischer Flüsse und Wasserfälle, die durch Schächte und Gänge nach oben dringen. Und wo viele Schächte sind? Ist viel Luft. Dann reichen die natürlichen Höhlen vielleicht noch viel tiefer als in die Unterstadt. In die Stadt der 1000 Fluten hinein. Oder das, was von ihr übrig ist. Alles, was wir tun müssen, ist einen brüchigen Punkt in der Wand finden. Mit etwas Glück kommen wir geradewegs in einen Schacht, der uns zum Herzen der Stadt führen kann. Dann brechen wir unverzüglich auf. Mit einer Armee dort unten anzurücken, macht keinen Sinn. Ich werde selbst hinabsteigen, mit der Prophetin. Und ihr, Sharim und Hüterin Sakharesh, begleitet uns. Prophetin, sprecht mit dem Erzmagister und lasst euch von ihm das Wort der Toten und die Kristallkapsel für den Numinos geben. Er ist am Leuchtfeuer.
Sollten wir nicht etwas mehr Zeit in Planung investieren? Rüstet euch aus. Wir treffen uns am Tor zur Unterstadt. Gut, gut. Ab nach draußen. Wir wissen, was wir zu tun haben.